So, hier sind wir in der Meister, nee, Bauarbeiterbasis und wir greifen an. Okay. So. Oh, verdammt. So. Ein Stern hätte mehr erwartet. Aber wir haben wenigstens einen. Der gibt keine 5%, oder? Verdammt, er gibt 5%. Nein. Ach komm. Ah, ja. Wir können eine Mauer machen. Oh, jetzt gerade nicht, aber später. Hier fehlen leider auch noch zwei Mauern, aber die werden wir uns ja jetzt holen. Ich mach mal kurz das so. Ich versuche gar nicht mehr Spieler anzugreifen. Hier ist eine winzig kleine Lücke, wo man Truppen setzen kann. Lauf, Magier, lauf. Ah, schade. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Alle Mauern sind auf höchster Stufe. Wir können den Blitzzauber sogar noch mal verbessern. So. Machen neue Truppen rein. Und greifen hier noch mal an. Okay, hier würde ich auf 50% gehen. Schade. Egal, wir haben über 50% bessere Chancen als letztes Mal. Und das ist so einer. Ich mag den nicht.
Haha, die Hälfte seiner Barbaren sind einfach weggeflogen. Aber trotzdem hat er mehr geholt als ich. 2%. 2% Leute. Ah, nee, doch nicht. Ich hatte einen Zahlendreher drin. Jetzt machen wir aber die Mauer. Und noch ein Hain. Weil wir so viel Elixier haben. Hier haben wir auch so viel Elixier. Die Kaserne. Stimmt ja, da war ja was. Die habe ich hochgezogen, die habe ich hochgezogen. Nur die nicht. Goldlager, Goldmine. Ja. Vielleicht hätte ich erstmal die Hindernisse wegmachen sollen. Jetzt ist es zu spät. Mauern aus Stahl. Ich würde hier tatsächlich einen geteilten Angriff gerne machen. Ja, das habe ich mir schon so irgendwie gedacht. Wow. Wir haben kein Elixier geholt. Wir haben einfach richtig. So, jetzt aber. Hoffentlich kriegen wir diesmal einen Stern. Vielleicht sollte ich auf 50% gehen. Nee. Endlich. Und abholen. Dein Lager für magische Gegenstände hat nicht genug Platz für alle Ereignisse belohnen. Okay. Dann müssen wir Platz schaffen. Es ist nämlich diese Rune hier. Verkaufen oder nutzen? Nutzt die jetzt einfach, auch wenn es sich nicht lohnt.
So, 2 Millionen, was machen wir denn damit? Brutzler. Ja, definitiv den Brutzler. Buch des Bauens. Nee. Okay, ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal zu Mr. Simulation rüber. Willkommen zurück zu Clash of Clans. In der letzten Folge haben wir hier einige Punkte geholt. Ich habe insgesamt 4000 Punkte geholt. Mache ich eigentlich immer. Ich versuch's. So mein Minimum ist über die Hälfte. Und ja, jetzt werden wir hier Sachen auswählen. Das nehme ich auf jeden Fall. Dann würde ich den Truppentrank nehmen. Hindernisschaufel oder Juwelen? Ich glaube die Juwelen. Dann auf jeden Fall Mauerringe. Ich brauche die Mauerringe auf jeden Fall. Die sparen mir einfach 1 Million Gold oder auch Elixier. Dann Buch der Zauber brauche ich nicht unbedingt. Mit dem Gold könnte ich ja direkt 2 weitere Mauern machen. Das auf jeden Fall. Haben wir das Buch des Bauens. Ich glaube, ich mache das so. Belohnung abholen. Einige Juwelen dabei. Und jetzt kann ich noch eins auswählen. Und dann nehme ich dann das Buch des Bauens. Wenn ich dann mein Rathaus ziehe, habe ich das alles. So, Schatzkammer. 3,7 Millionen Gold. Verbessern wir mal hier oben die Mauern. Bei den Sammlern. Und ja, machen wir mal hier noch die eine. Die hier. Die hier. Die hier. Wie viel habe ich noch? Zwei Mauernringe. Hier noch und hier noch. Ja. Die Helden brauchen hier noch ein bisschen. Und hier muss ich noch einen Stern holen, dann bekomme ich eine Belohnung. Irgendwie 10 Sterne mit tobenden Barbaren. Das ist jetzt meine Taktik. Ich mache erstmal außen ein paar Gebäude weg. Danach kommen die Bombenwerfer. Deshalb mag ich die auch so. Die machen dann schön die Mauer kaputt. Die Kampfmaschine als Tank und die Hau drauf Riesen hinterher. Und zum Schluss die Kanonenkarren. Leider läuft das nicht so, wie ich gerade wollte. Die Riesen haben sich aufgeteilt. Ja, ich krieg nicht mal einen Stern. Das war jetzt natürlich nicht so gut gezeigt und unentschieden. Na toll. Na gut, machen wir hier drüben einen Angriff. Ah, die Helden sind fast fertig. Ich habe 25, na 26.000 Elixier. Bei den Vorteilen, ich brauche noch ein bisschen Dunkles. Also, ich werde wahrscheinlich auch Minus machen mit dem Elixier hier. Da Armee 2 ist meine jetzige Armee.
Ich werde das dann wahrscheinlich. Ich werde wahrscheinlich weniger bekommen. Dreifachhilfe, sehr baulich, Buchduo, Klunker Doppel und hier noch eine ganze Menge Geschenke. Naja, gut. Die Enden sind fertig. In der Hoffnung, 2 Sterne zu bekommen. Und einen leichten Gegner. Und natürlich einiges an dunklem Elixier. Nee. Der hat zwar schwach gelevelte Mauern, aber ich greife mit Luft an. Da sagen Mauern überhaupt nichts. Das ist so irgendwie komisch bei mir. Ich achte hauptsächlich auf die Mauern, ob die gut sind oder nicht. Und der gefällt mir. Seine Königin im Ausbau. Und die sind halt so leicht angeordnet, sag ich mal. Ja, ich versuch's mal. Ja, ich krieg wahrscheinlich das Rathaus nicht mehr. Nee.